Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute wieder eine neue Folge Paladins und zwar mit Dolvo. Ja, Torvald ist ja der Opa unter den Tanks und als Standardangriff schießt er so blaue Teile aus seinem Handschuh und die verursachen 200 Schaden. Wenn ihr nah genug an einem Gegner dran seid, könnt ihr Rechtsklick machen und zieht dem Ziel dann so ein paar Leben aus mit eurem Saugstrahl. Das Wichtigste dabei ist aber, dass das getroffene Ziel gesilenced ist, also keine Fähigkeiten wirken kann. Mit eurem F ladet ihr so ein Schild auf, ihr seht's unten, kriegt ihr dann so goldenes Extra-Leben. Und mit dem Q macht ihr das auf Verbündeten, das hält aber nur 2 Sekunden. Ja, und damit kommen wir zur Ulti und das ist Torvalds gigantischer Laubbläser. Und einfach jede getroffene Einheit wird zurückgestoßen. Das ist auf manchen Karten natürlich mega stark, auf anderen eher weniger. So wie auf dieser Karte hier. Kluftsteinbruch ist für die Torvald-Ulti eher schlecht. Für Sniper hingegen ist die Map sehr gut und das hat mein Team gleich mal ausgenutzt und Strix und Kinessa gepickt. Dann haben wir noch 2 weitere Schadenseinheiten, nämlich Willow und Cassie. Also kein Healer, kein Flank. Heilung kann ich mir abschminken. Moin, wo ist mein Team? Kann mir das bitte einer erklären? Hallo? Also ich hab Bock auf das Game und ihr? Er hat mich einfach in diese Spikes da gehuckt. Dadurch bin ich gestorben. Gib dir einfach mal ein Schild mit. Wirst du vielleicht gegen den Pip brauchen? Nö, aber wir killen einfach mal den Pip. Der Pip, der hat nichts zu sagen hier. Der Bombking aber. Scheiße, Alter. Es gibt halt echt keine Möglichkeit auf dieser Map, mal irgendwie eine krasse Torwelt-Ulti zu machen und ein paar Leute aus der Map zu schubsen. Ah, diesmal nicht. Diesmal nicht, Makoa. Nicht mit mir. Er kommt hier rein. Ah, kann ich... Ich weiß nicht, ob ich das will. Alter! Wer zuletzt lacht, lacht am besten, ne? Defeat. Ja gut, das hat nicht so gut funktioniert. Wir probieren es einfach nochmal. Diesmal eine Sensation. Wir haben sogar einen Healer im Team. Ein vernünftiges Team. Noch ein Strix, ein Talus und ein Charlin. Die Gegner haben Makoa, ein Genos, einen Sinn, Drogas und eine Cassie. Aber das ist machbar, denke ich. Ich würde sagen, wir stacken Meisterreiten, um immer den Vorteil auf den Punkt zu haben am Anfang. Und ich hoffe, dass ich jetzt endlich mal eine geile Runde hinkriege hier. Also, diese Map ist ja auch ganz gut für Torvald. Also, sie ist echt nicht schlecht. Ja, sie ist ziemlich gut für Torvald. Warum bin ich gerade kurz stehen geblieben? Das war jetzt ein bisschen doof. Das erstmal alles ausweichen. Okay, da war der CC. Wir machen unser Schild an. Und ich gehe erstmal auf die Cassie. Der Talus. Ja, nice. First Blood für Talus. Und den holen wir uns jetzt auch ab. Dankeschön. Der Drogas war das, dass du mich da mal schön reingeboostet hast. Und dann holen wir uns eine Easy, Alter. Es läuft, Digga. 57% auf den Punkt. Mehr als 60 jetzt. Komm her. Rudi, ich hol dich. Boy, da haben wir den Sinn. Wen schilden wir? Den Schalen. Guck mal, ich bin Tank. Brauche nicht mal auf den Punkt bleiben. Let's go, Leute. Das ist die Runde. Das ist die Runde. Das wird was. Ich hab's im Gefühl, das wird was. Ich chase den down. Nice. Drogas ist down. Wir geben dem Schalen ein Schild. Oh, da ist... wir machen unseren Schild mal an. Ich geh mal lieber hier mit der Ying mit. Bisschen weiter pushen. Aber wir versuchen mal, den zu holen. Oh, wir müssen abhauen. Fuck. Stop it. Das war dumm. Ich hätte weiter pushen sollen. Ich hätte weiter pushen sollen. Da wurde ich direkt bestraft. Schade. Ich bin Tank. Ich bleibe beim Payload. Aber wir holen uns nochmal Meisterreiten. Und da sind wir dann kleinst flink wieder beim, bei der Ladung, beim Payload. Wie man es auch mal sagt. Hier, du kriegst ein Schild von mir. Und dann versuchen... Na, ich habe nichts getroffen. Ich muss mein Schild anmachen. Ich renne mal hier lang. Oh, ich krieg Healing von der Ying. Sie ultet auch. Ich silence mal den Makoa, damit er mich erstmal nicht... Danke, Cassie. Das Geilste wäre gewesen, wenn der Makoa jetzt auch noch gehookt hätte.
So, erstmal den Lone Drogos abholen, damit wir den auf jeden Fall nicht verpassen. Und da ist die Tellus Ulti. Was? Der ultet gar nichts. Einfach mal den Schild raushauen auf den, Rudi, was war das? Erstmal direkt das Schild aktivieren. Nach diesem kleinen Schock hier plötzlich wurde ich da vom Sinn einfach hochgehoben. Ah, jetzt ist die Frage, was wir machen. Ich bin jetzt hier ganz alleine. Ich muss abhauen. Oh, danke. Schade. Der Mako ist zu schnell hinterhergekommen. Ah, die Cassie hat mich geholt? Wie das denn? Ja, okay. Ja, moin. Ich kaufe mir nichts. Ich spare gleich einfach aufs nächste Meisterreiten. Dass wir jetzt schon zwei haben. Zwei Punkte Meisterreiten ist echt stark. Dann können wir, falls es auf ein 3-3 rauskommen sollte, direkt die ersten Prozente uns auf jeden Fall gönnen. Du kommst nicht weg, Brudi. Da haben wir ihn. Wir wollen den Push hier beenden. Wir lassen... Hä? Fuck. Wir müssen... Ja gut, da haben sie den Push dann doch beendet. Ist natürlich die Drogos Ulti, da kann ich nichts machen. 1-1! Aber wir haben zwei Meisterreiten, das heißt, wir sollten gleich auf jeden Fall Vorteile im Punkt Fight haben. Let's go! So, es geht weiter. Ich habe einen kleinen Plan, da ich ja Meisterreiten hatte. Ich möchte mal was probieren. Aber ich weiß nicht, ob das klappen kann. Nee, es klappt nicht. Ich wollte versuchen, einfach hier mal nach hinten zu laufen. Um dann gleich... Oh lol, nice, Talus. Kriegst du den Triple Kill? Schön gemacht. Geil. Ich sag euch gleich, ich rede gleich weiter. Oh, ja. I challenge you, boy. And it worked. It worked. So, wir haben den Punkt geholt. Ich wollte versuchen, da hinten links, da hinten, einfach mal so hinzugehen und dann direkt hier die Reihe hier lang zu holen und alle runter zu schubsen. Aber die Gegner waren schon zu weit vorne. So schnell war ich jetzt auch nicht, leider. Aber nicht so schlimm. So, der kriegt hier... Oh, nee, nee, nee. Hey, keine Ulti hier. Da bist du mal gesilenced. Schreit zwar trotzdem rum. Ist eigentlich das Gegenteil von silenced sein, aber kann seine Ulti nicht zünden. Also schon mal gut. Oh, warte, das war doof. Weil der Autotext kann er ja noch machen. Ich hätte mein Schild vorher machen müssen. Ihn danach silenzen müssen. Dann hätte ich ihn gekriegt. Können wir das Meister retten? Ja, perfekt. Ach, 900 sind das nur. Ich dachte irgendwie 1200. Aber das ist Kronos. Ja, gut. Let's go. Du kriegst ein Schild. Dann doch nicht. Fuck. Oh. Sind's Ulti. Ging nochmal ins Nichts. Da habe ich jetzt gerade ein bisschen verkackt. Ich hätte nicht damit gerechnet, hier direkt in alle Leute reinzurennen. Und habe da auch nicht schnell genug reagiert. Ich kaufe mir mal Verjüngung, damit die Ying mich noch besser heilen kann. Weil durch Verjüngung kriegen wir erhöhten Heal von den Verbündeten. Ah, ich wollte gar nicht dich schilden. Eigentlich. Aber du hast dir auch ein Schild verdient. Alles gut. Und jetzt kommen wir hier von hinten lang. Du willst es und ich will. Komm her. Nein, ich musste nachher. Aber egal, wir kriegen den trotzdem. Aber das sind Drogos. Double Kill, Leute. Double Kill. Ist da. Oh, jetzt müssen wir abhauen. Da war der Hook. Ich hab's gehört. Der wird gesilenced. Schade, da kommt der Makor. Ich hätte ihn sonst, glaube ich, gekriegt. Das sage ich irgendwie die ganze Zeit. Ja, ich hätte ihn gekriegt, aber leider ist das und das schief gelaufen. Aber es ist tatsächlich so gewesen. Wow, der Sound von der Makor-Ulti ging ja jetzt übel lang noch. Hier, du kriegst einen Heal von mir. Oh, er hat's getroffen. Einfach rein hier. Jetzt wird er gesilenced. Dann müssen wir mal nachladen. Ich mache mein Schild an, zur Sicherheit. Ne? Safety first. Und dann schieben wir jetzt erstmal die Ladung einfach. Wo kommt sie lang? Du kriegst ein Schild. Ah! Nicht mit mir, du kleiner Fisch. Ah, ich hoffe, er hookt mich nicht. Ah, da ist der Hook raus. Let's go. Jetzt gehen wir hier auf den Makoa zusammen. Komm, die Nachladen, das Nachladen. So, du wirst gesilenced. Du brauchst ein Schild. Sieht zumindest so aus. Drogos geht drauf. Und jetzt versuchen wir noch den Genos zu holen. Oh, die Ying hat sogar überlebt.
Das ist ja Premium hier. Maximale, wie heißt denn das? Maximal abgesahnt, keine Ahnung. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen, so. Egal, maximaler Gewinn, irgendwie sowas. So, du wirst direkt gesilenced. Ich weiß doch, dass du da reinspringen wolltest und ulten. Oder hooken oder was auch immer. Aber ich lasse es nicht zu. Ah, er hat sein Shadow. Der Sinn. Warte, hier ist doch irgendwo... Keine Ahnung, da hinten ist ein Genos. Hier der Schalen kriegt mal eine Ulti von mir ab. Nicht nur Ulti, eine Q. Dabei fällt mir gerade ein, ich mache gar keine Ultis. Muss mal ulten. Du wirst gesilenced, du lässt meine Ying hier schön in Ruhe. Dass das klar ist. Okay, ich versuche mal den Drogos mir zu holen. Du kriegst ein Schild von mir, der Schalen. Da hinten. Ah, schieben erfolgreich, 3-1 steht's. Ah, kriegen wir den noch? Ah, war das knapp. Egal, es läuft super gut. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Was? Warte, wir kaufen uns kurz was. Gegen den Drogos, würde ich sagen. Das sieht doch gar nicht so... Oder warte mal. Drogos, was die... ja. Der Drogos, vor dem habe ich am meisten Angst. Let's go. Ich darf anmerken, dass jeder aus unserem Team eine Strähne von 6 oder höher hat. Also wir böllern die Gegner gerade richtig auseinander. Das freut mich übel. Wir holen die ersten Prozente direkt. Ah, da kommt auch, wie erwartet, der Drogos rein. Ah, ha, du kriegst ein Schild von mir, auch wenn das gar nicht, nötig war, um zu... Scheiße. Sorry, ich meinte, Mist. Oder so, ja, da ist sie da lang gekommen. Ja, da wurden wir jetzt plötzlich doch auseinandergenommen. Ich habe meine Ulti, ich ulti einfach gleich alle vom Punkt runter. Ne? Ich finde das nicht in Ordnung, was die da machen. Ich gehe hinter die und ulti in mein Team rein. Oh. So, Silence ist da. Und den Hook kriegst du nicht raus auf mich. Ich muss nochmal eine Ulti machen, irgendwas. Oh, oh, oh. Gibt's da nochmal irgendwas zu ulten? Na, warte, jetzt da. Komm da hin. Hinter. Och du Kacke, Mann. Die haben alles rausgehauen. Ich wollte da auf den Punkt gehen, um dann hier durch, da durch die Tür, wo jetzt der Drogos durchgeflogen ist, die Ult zu machen, damit der Makoa runterfliegt. Und jetzt haben sie tatsächlich das 3-2 geholt. Das heißt, das Game dauert jetzt noch. Allerdings können wir jetzt vielleicht auch mal eine Ulti ansetzen, nämlich hier gleich. Und dann einfach versuchen... Ah, das passt gar nicht. Da muss ich... Komm her, Cassie. Ich will dich haben. Ich will dich. So, ich stelle mich jetzt hier hin. Und ich ult da gleich. Ja? Ich sehe mich da. Das wird meine Ulti. Da braucht jemand ein Schild. Kriegt da. So, ich warte jetzt. Nee, ich kenne da nichts. Oh. Er wird gesilenced. Ich mache mir mal selber ein Schild an. Der Ying gebe ich auch nochmal ein Schild. Komm, wo seid ihr denn? Geh ich noch. Oh, oh, oh. Ja, jetzt. Ach, Kacke. Komplett verkackt, die Ulti. Oh, zu weit rechts gestanden bin ich. Schade. Aber ihr kennt mich ja und die Ultis in Paladins. Funktioniert nicht so gut. Du bist gesilenced erstmal. Aber warum macht sie keinen Autotext? Nur weil sie gesilenced ist? Ist sie doof? Ey, sie kommt weg. Ich glaub's nicht. So eine kleine Lackerin. Ja, noch eine Minute müssen wir einfach aushalten. Damit es dann weitergeht. Aber da mache ich einmal eine Ulti nach 10 Jahren. Okay, jetzt brauche ich auch nicht silencen, weil er eh keine Fähigkeiten ab hat. Jetzt aber langsam vielleicht wieder. Ich mache erstmal mein Schild an und dann... Kommt der Silence wieder raus. Oh, ich krieg auch noch Heal. Und, da haben wir ihn. Danke, Ying. Danke, Ying. So. Mach du mal einen Q auf die Ying, damit ich... Okay, nice. Drogos, den holen wir uns auch nochmal ab. Da versuchen sie alle reinzurennen, aber... Ich würde uns... Du stößt mich auch nicht weg, by the way. Sondern ich hol dich. Als ob ich einfach zu Hol abgehen würde und mir... meine Sprudelwasserkiste holen würde. Genau so hole ich die ab. Einfach kurz hingehen und dann zack, zack, moin. Ich würde sie gerne killen. Alles klar, okay. Und dann ist abgehakt. Five in a row, Leute. Und das ist... Das ist das... Oh. Ich muss nachladen.
Mann, das wäre voll gut gewesen. Ich habe da schön Leute auf dem Fleck gesehen, low, und dann... Ich habe mich schon innerlich beim Triple Kill gesehen, aber egal, wir sehen uns in der nächsten Runde. Let's go. So, ich hoffe mal, wir werden hier, was da jetzt im Screen in der Mitte stand, auch erreichen, ne? Erobere das Ziel, um zu gewinnen. Ich mache mir ein Schild an. Da kommen die Gegner um die Ecke. Kriegen direkt erstmal richtig was in die Fresse. Oh, ich muss den Maokai... Maokai, Alter. Warte. Drei. So. Komm her. Und... Ist das euer Ernst? Und was ist jetzt mit dir los, Alter? Alter, habt ihr diese Ulti gesehen? Ihr wisst, was ich vorhatte, ihr habt's gesehen. Aber er ist einfach an mir vorbei geäfft. Geäfft. Gerollt. Keine Ahnung. 13er Streak haben wir. Geil, Digga. Es läuft trotzdem, auch wenn die Ultis Abschaum sind. Das kann man sich nicht geben, meine ultimativen Fähigkeiten hier. Sind nämlich gar nicht ultimativ. R drücken, das habe ich einfach noch nicht gelernt. Aber ich habe gelernt, auf dem Punkt zu stehen. Das machen wir jetzt einfach die ganze Zeit. 81, 84. Und das ist gleich zu Ende, die Scheiße hier. So, einfach mal... Oh, der wird mich nicht treffen. Der wird nicht mich treffen. Nice. Er geht einfach aufs nächstbeste Ziel für den Kill. Anstatt mich zu holen... Ja, ich glaube, er hätte mich auch nicht gekriegt. Ich habe mich gut positioniert, by the way. So, dass der Drogos mich da nicht wegholt. Da kriegen wir nochmal einen Kill. Oh, dann kommt hier nochmal der Makoa. Makoa heißt er nämlich. Maokai ist ein League of Legends Charakter. I'm sorry, boys. Den kriegen wir auch nochmal. Oh, hier kommen die Gegner alle nacheinander ran. Schön auf den Genos hier gehen. Und dann nachladen hier. Und dann... Ah, Sinn drin. Rauf da. Und, ja, es sollte vorbei sein gleich. Da haben wir es. Da haben wir das Ding. Oh, spannendes Game. Geil, Digga. Ich freue mich so, Alter. Nach 10 Jahren, nach 15 Runden oder so, ich habe es endlich geschafft, ein gutes Torwelt-Game aufzunehmen. Also die Runde war wirklich gut, oder? Findet ihr nicht? Schreibt es in die Kommentare. Ich möchte mal hier kurz, wie geht das hier? Profil, Verlauf? Na gut, dann halt nicht. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht hier. War eine geile Runde. Torwelt, cooler Charakter. Ich würde sagen, ist ein Tank, der echt Spaß macht. Also, falls ihr es noch nicht probiert habt, probiert Torwelt mal aus als Tank. Und dann war es heute mal gedacht. Torwelt, gute Nacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.